Da ist schon gesagt, du bist der Wappler. Ja, da vorne ist die Riemenwerder-Station, gell? Eisernes Tor, hoher Lindkugel. Hallo und grüße aus Bad Vöslau. Ich bin Flatterby und heute geht's auf die dritte Etappe vom Beethoven-Wanderweg. Und da nehme ich auch mit, weil in Bad Vöslau selber ist es noch nicht laut. Entweder hört man die Bahn oder man hört die Autos, die zur Bahn fahren. Oder man hört die Mopeds, die da parken wollen. Und von daher gibt es nicht sonderlich viel hier. Ja, sind wir da wieder aufhampeln, wo wir runtergekommen sind. Am Rest nochmal. Ja, genau, Fußgängerleitsystem. Schau, Wanderarena, wir sind mal links. Wir dürfen aber nicht links, weil wir haben nämlich sonst nicht die ganze Strecke gegangen. Wir müssen nämlich da vor, damit wir auf den Originalweg kommen. Die Konditorei, schau. Klingt verlockend, oder? Ja, also inzwischen wieder am Beethovenweg angekommen. Schau, da vorne gibt es sogar ein Schild, ein Pickerl. Schau, ein Blauglockenbaum. Hoher Lindkogel, ca. 3 Stunden über den Vöslauer Kalkgraben, 40. Fühlst du dich bereit für das Abenteuer Hoher Lindkogel in 3 Stunden? Wer an Bad Vöslau schon mal vorbeigefahren ist, sie fragt hat, was das da auf dem Berg oben für der Turm ist. Am Harzberg oben ist der Turm. Ist aber für uns wurscht. 40 mit Pfeil. Ja, im Wiener Becken war es ziemlich neblig, aber da ist schon Sonne, gell? Ist schön. Ja, da ist Einfahrt verboten, strengstens verboten. Und das heißt auch, dass wir da jetzt keinen Autoverkehr mehr haben. Jetzt geht's da hinein, schon. 40. Ja, da hast du jetzt den Schneeberg. Wow. Hübsch, gell? So schlecht ist die Sicht halt gar nicht. Hoher Lindkogel, ca. 2,5 Stunden über den Vöslauer Kalkgraben. Ja, das heißt, es ist schier Zeuge eines historischen Moments geworden. Nämlich, dass wir noch fast 4 Kilometer den Asphalt verlassen haben. Jetzt können wir genießen den Beethoven-Wanderweg. Ich bin überall aufgeschrieben, das ist überall. Ja. Der wird zum Pferd geopfen sein. Der arme Beethoven, gell, wo der überall gewesen sein muss. Ja, nachdem der arme Bello jetzt Gott sei Dank nicht mehr mein Pappenmarot ist, haben wir uns heute einmal eine anständige Tagesetappe vorgenommen. Wenn man jetzt über den Lindkogel drüber geht und hinabsteigt auf der anderen Seite und der Zobelhof vorbeikommt, dort hat man halt keinen Busanschluss und gar nichts. Das wäre an und für sich eine logische Teilung von dieser Etappe. Ja, wenn wir es wieder so gehen, wie dass man nach Baden zurückkommt, sind es durchaus gleich mal 30 Kilometer. Also schöne Tagesunternehmung und bei so einem Wetter überhaupt ganz was Tolles.
Oh, schräg, oh weh, noch einmal Asphalt. Ja, das hat da was, gell, wenn man da immer in Richtung der Sonne geht. Da ist der Nebel, das brauche ich. Da ist einmal was schief gegangen, aber der hat sich da rappelt, gell? Ja, ja. Erstaunlich. Ja, untrüglich der Herbst, gell? Schau, aber da sind da Knospen unten, siehst du das? Da ist der 40er böswillig versteckt. Schaut mal, hinter den gelben Schildern. Jetzt geht's in den finsteren Wald. Tun schon der Beethoven so finster. Oh, das ist aber eine dicke Föhre, ha? Die darf nicht sehr alt sein. Aha. Merkenstein. Was wir sonst merken? Ich reite nicht so gut. Aha, bin ich froh, dass einer keine Reittiere sind. Merkenstein, so weit ein bisschen. Und dann siehst du, da jetzt wird eigentlich das da angegeben als der Beethoven-Wanderweg. Ja? Ja. Dann gehen wir da hinauf und suchen uns halt jetzt dann bei nächster Gelegenheit eine Stelle zum Rasten. Schau, ein Dreiviertelstunden hohe Rindkogel über den Vöslauer Kalkgraben. Kalkkragen ist ja tatsächlich ein Graben. Also äußerst finstere Angelegenheit. Aha, Rastplatz, Opfersteine steht da. Auf der anderen Seite mindestens genauso dicke Wurzeln, ja? Wahnsinn. Sehr cool. Bei Rastplatz hätte man da mehr erhofft zum Rasten. Also die einzigen Opfer bei den Opfersteinen sind wir, weil wir sind nämlich das Opfer vom akuten Bankerlmangel. Aha, Bellos Spürsinn hat uns doch ein Bankerl beschert, oder wie? Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. In einem kleinen Steinbruch steht versteckt ein Bankerl und ein Mistkübel. Kann uns sehr gelegen für die erste Rast nach fast 2 Stunden. Die Müsli-Riegel sind erweicht, erwichen. Ja, weil du musst aufpassen, dass du den anschmierst. Ja, doch, meine sind besser. Ja. Ja. Gut. Ja. So, nach kurzer Rast verlassen wir das Bankerl wieder und machen uns an den Aufstieg. Ja, Bello hat das Bankerl gut gerochen. Aber die Chance, dass wir auf dem markierten Beethoven-Wanderweg ans Finden war, ist, hm? Da ist nämlich noch ein Bankerl. Siehst du das? Ja. Da schauen wir auch hin, was das leicht für ein Bankerl ist. Rastplatz Herrgottsbuche. Aha. Na gut, ist das also die Herrgottsbuche?
viele Kalkfelsen, gell? Ja. Du hast nicht umsonst Kalk graben, offensichtlich. Seite Föhrenwald und auf der anderen Seite Buchen und Ahorn. Ja. Ja, da kann man ja fast nicht dran vorbeigehen, oder? Sehr gut. Rastplatz Brezelbuche. Aha, wo ist die Brezelbuche? Viele Buchen. Wandererinstinkt sagt da, gell? Der Wegweiser da vorne. Das rote Markiererli sagt das auch. Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, da steht jetzt über Beethoven-Wanderweg-Abkürzung, obwohl unten auf dem Schild, das ist der offizielle 40er ausgewiesen ist. Das ist natürlich auch gemein, dass man die Leute auf die Abkürzung schickt. Aber über Merkenstein ist es nur unwesentlich länger. So, da, die Abzweigung zum Brennersteig ist erreicht. Hoher Lindkogel in 20 Minuten über den Brennersteig. Schau. Steil. Dann trinken wir mehr. Wir machen dann oben eh wieder Rast, ne, in 20 Minuten. Das geht sehr leicht aus. 40 und 04. Dann 404 und 448 und überhaupt eh alles. Das geht über den Brennersteig. Ja, Brennersteig, Klettersteig, Schwierigkeit A. Ohne Helm. Und ohne Set zu Beginn. So, da hast du jetzt den Handlauf, den nimmst du am besten, weil da könntest du mit den Stecken gar nichts machen. Ne? Da hast man auch den Knie. Ja, aber da nicht mehr. Ja, und was hast du? Keine Ahnung, hast du. Aber hätten da die Stecken geholfen? Nein, ne? Da endgültig nicht mehr. Ja, da ist auch die Steigung immer mehr so steil. Da geht es jetzt da um. Und dann ist eigentlich die Schwierigkeit und auch die starke Steigung schon aus. Jetzt haben wir diese Schwierigkeiten am Brennersteig überwunden. Schau, ganz arg faul ist der Baum da.
Soda. Eine entscheidende Wegkreuzung ist da. Baden und Bad Vöslau über den Brennersteig. Und da hast du die Merkenstein-Variante vom Beethovenweg schon. Da werden wir heraufkommen, ja, wenn wir über die Ruine Merkenstein weitergegangen waren. Ja. Aber das Sport haben wir uns nicht wirklich viel. Ja. Also Abkürzung ist stark übertrieben. Und vor allem, du hättest ja den schönen Brennersteig nicht gehabt. Eisernes Tor in 300 Meter. Ja, aber ein komisches Drahtgestell verkauft sich nicht so gut wie Eisernes Tor. Wir sind da schon auf über 800 Meter. Wächst aber trotzdem jetzt alles. Schau. Buchen, Birken, Tannen, Kiefern, eine bunte Potpourri. Eisernes Tor, hoher Lindkogelsee, Höhe 834 Meter. Ja, da hast du völlig recht. Komisches Drahtgestell. Da hat sich wesentlich weniger gut verkaufen. Ne? Na schau, ein paar Mountainbiker sind herum. Und die Hütte, glaube ich, ist zu. Ja, Hütte zu, wie erwartet am Montag, warte leider auch zu. Aber ich habe ja die Aussicht vom Lindkogel eh schon öfter mal gefilmt. Dafür ist da ein schönes Platz auch mit ein paar Steinen aufgeschichtet zum Sitzen. Und das werden wir jetzt in Anspruch nehmen. Zack. 12,5 Kilometer haben wir schon, genau. Jetzt hätten wir uns natürlich mehr Aussicht verdient, als was wir da tatsächlich haben, aber das macht nichts. Wir haben uns zumindest einmal außen verdient, oder? Schau, Bella. Langhauer. Bella, Wurschti. Wurschti. Oh ja, Wurschti auch. Wurschti schlecht. Nein, Wurschti nicht schlecht. Wurschti super, weil Wurschti hat nämlich ein bisschen Salz und ein bisschen Mineralstoff. Runter mit uns, oder? Schau, da hast du eine tolle Orientierungstafel da drüben. Da siehst du, wie es den Beethoven-Wanderweg zurückgestutzt haben. Beethoven-Wanderweg, Rundwanderweg und Spazierweg. Und schau, Eisernes Tor und das da, ja, haben sie alles überpinselt. Mhm. Und wir gehen aber diesen Originalverlauf da. Ja, das da, den Teil haben sie überall, ja, und den wollen sie uns davor enthalten, die Wappler. Aber schöner Blick ist es trotzdem, wenn Richtung Schneeberg schaut. Ja. Merkt man, diesig ist. Ja, morgen wird es vielleicht noch trocken sein. Dann ist aber aus. Also hast du richtig erkannt. Da kann man nämlich da hinunter schauen. Nach Rohrbach. In circa 40 Minuten. Also keine 10 Minuten hübscher Forststraßenerlebnisweg mit Aussicht. Und dann bringen wir in den Wald ab. Das ist aber da hübsch. Wirst zeigen, der gefällt da, der Wald. Ja, für einen buchendominierten Wald ist da erstaunlich licht. Das ist ein ganz hübscher Abschnitt. Geht das ja super entspannt. Das ist auch ein schöner Rastplatz. Und da vorne ist die Rehmörderstation, schau.
Hast du nicht geglaubt, dass die schöne Wiese für die Reh da ist? Die ist für den Jäger da. Rohrbach in ca. 15 Minuten. Ah, was da für eine mächtige Föhre noch steht, oder sogar zwei. So da, die Straße hat uns wieder für ein Stück. Ja, weil vorhin nicht umhin konnte, diese beeindruckende Verfügbarkeit von Steinen zu bemerken, die wir da beim Abstieg gesehen haben. Die hat aber ein anderer bemerkt und der hat einen Steinbruch errichtet. Deswegen gibt es eine Straße. Und nicht nur eine Straße, sondern ein LKW-Verkehr. Wenig Erfreuliches gibt es von der Straße zu berichten, außer dass oberhalb des Steinbruchs wenig Verkehr ist und dass in 500 Meter aus ist. Schau, da harren deiner gar einladende Bankerl zu einer Rast. Ja, da drüben ist der Zobelhof. Viele Pferde und ein schöner Blick hinein. In so alten Vorland. Da unterm Schatten und dem Halbschatten vielleicht. Ja. Lass das aushalten, oder? Könnte man schlimmer machen. Ja, mit dem durstigen Bello da einen sehr schönen Rastplatz gefunden, mit einer tollen Aussicht. Einen angenehmen Lüftel. Gell, heute ist ein genialer Wandertag, oder? Ja. Ein bisschen weniger diesig darf es so sein, aber man kann nicht alles haben. In zwei Tagen ist die Kaltfront da und dann bricht es das schöne Wetter, dann ist sowieso vorbei. Unsere ursprünglich geplante Weitwanderung für diesen Urlaub, das ist ins Wasser gefallen mit der extrem schlechten Wetterprognose. Das habe ich mir nicht mehr antun wollen. Also nicht nur, dass dieses Bankerl magnetisch anziehend ist, es wartet auch mit einer dementsprechenden Infrastruktur auf, dass man sie ausmisten kann, gell? Sensationell, oder? Schau, da ist eine Esche, die ist noch sehr vital. Ja. Ist das da? Hat man nicht das Gefühl, dass da recht viel los ist mit dem Eschentriebsterben. So, ja, auch da können wir mal von Eisernen Tor herunter und dort ist unser normaler Anstieg gewesen auf den Lindkogel, ne? Und wir können jetzt da bei dem Parkplatz hinein. Zur Augustinerhütte. Grün markiert. Schau, auch eine junge Esche. Auch ganz vital. Spannend. Ja, das ist jetzt 10 Kilometer Vorstraße. So, ja, wenig Neues gibt es zu berichten von der Vorstraße, außer dass sie da vorne ein letztes Mal noch in die Höhe schwingt und dann beginnt ein endloser Abstieg. Da blickt man einmal auf die Abhänge vom Windkogel und verheißungsvolle grüne Pfeile. Reisen uns da hinunter.
ja, Spuren vom Beethoven-Wanderer, ich sind da noch zum Sehen. Jetzt kann man den Verkehr im Hellenen da schon ziemlich gut hören, wenn wir nur mehr ca. 100 Höhenmeter über dem Talboden sind. Und das wird sich gleich ändern, wenn wir jetzt nämlich steiler in Serpentinen absteigen. Die erste Möglichkeit und der Geschichten aus dem Wienerwald, der Wanderweg, den gehen wir nicht. Die Geschichten aus dem Wienerwald sind vor allem sehr laute Geschichten. Ja, willkommen auf der beliebten Motorradrennstrecke Hellenental. Da lassen Sie es jetzt krachen, gell? Dass die Wabler nichts arbeiten müssen, ne? Und ja, wir Wabler müssen natürlich auch nichts arbeiten, aber wir machen wenigstens kein Wirbel. Ja, schaut da, Augustinerhütte, Sonn- und Feiertag, Donnerstag und Freitag geschlossen, geöffnet, Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag, 9 bis 17 Uhr. Abzweigung nach ca. 70 Meter Eisernes Tor oder Baden. Da sitzt es jedenfalls Leute. Machen wir was. Willst du zurückgehen? Ja, dann gehen wir zurück. Ja, direkt nach der Augustinerhütte, schau. Darf man da um nach links. Und da trifft man jetzt auf das, was vom Beethovenweg runterkommt. Ja, nachdem die Augustinerhütte zwar am Wochenende geschlossen und unter der Woche offen hat, das ist für uns ein willkommener Schützpunkt gewesen, gell? Da haben wir uns jetzt das Mitzahn von einem extra Trinken erspart. Alpiner Abschnitt. Da musst du jetzt einmal am Boden schauen. So da ja. Rund sind wir. Im Hellenental sind wir jetzt. Und der 40er lässt uns nicht im Unklaren. Schau, Wegerl im Hellenental. Du wirst ja da nicht vom offiziellen Wegverlauf abweichen wollen, oder? Ja, im Hellenental, das ist eine wahrlich seltsame Mischung aus einer urtümlichen Waldlandschaft mit viel Totholz und halt dem Straßenlärm, wo wirklich ständig was fährt. Schon langsam aber sicher fragt man sich, ob es nicht irgendwo ein Beethoven-Klo auch gibt. Ja, Ruheoase ist es doch keine. Jetzt kannst du auch wieder zurück auf den Hohenlindkogel rennen, was du willst. Ja. Ja? Na gut, dann nehmen wir doch den 40er. Ja? Wahnsinn, ne? Mhm. Also ein Mordstromkaliber. Ja, wir haben den Straßenlärm gegen Fluglärm eingetauscht, wie es ausschaut.
Man merkt, wir nähern uns Baden, gell? Die Bankerl-Infrastruktur wird besser. Schau, die Bäume werden bunter. Schau, strengstens verboten. Das ist zum Schutz vom indischen Springkraut. Wegsperre, oh je. Wegen Gefahr durch umstürzende Bäume. Würde mal suchen um ihr Verständnis. Ja, die Gefahr hat man da sehr plakativ gemacht, gell? 40. 40 persische Pfirsiche. Also ganz augenfällig ist die Zunahme der Spaziergänger derzeit. Jetzt wird es schon bald schwierig, dass man was filmt. Aber wir filmen im Prinzip mehr in einem Waldweg. Betoniert wie geschmiert, schon? Schau, das hat die Natur weise eingerichtet, dass da ein Loch durch den Felsen führt. Na, das war ein reger Busverkehr. Das ist der vierte Bus innerhalb von 10 Minuten. Hm? Das romantischste Wiegerl der Welt, ne? Bin mir nicht sicher. Ja, wir fahren Trauerwiegerl. Ich kenne ein kleines Wiegerl in den Lengental. Aha. Muss man dann einmal nachschauen, ha? Ja. So, und da haben wir jetzt hohe Linkkugel über Jägerhaus. Ruine, raue Neck in 30 Minuten. Da wollen wir zum Glück überall nicht hin. Wir wollen jetzt weiter entlang der Schwächert nach Baden hinein. Morgen müssen wir dann da rauf drüben. Wollen wir da sitzen und fahren? Ja, viel Spaß. Ja, bitte so. Villa sind wir heruntergekommen damals. Vom 48er. So, für alle, die bei dieser letzten Steigung Zweifel gehabt haben. 40. Der hat da auf Insta was geschaut, der Bild. Der schaut ja fast auf Insta wie du. Na, finster. Das kann gar nicht sein, das ist gar nicht vorstellbar. Also schau, da ist der bewusste Wegweiser. Siehst du? Damals sind wir da hinaufgegangen. Bei dem Matal, da war das und da gingen wir jetzt hinunter und unter dem Aquädukt durch. Das kennen die Leute dann schon alles. Ich brauche halt den Film vom letzten Mal nur rückwärts abspielen. Ich glaube, dass das beim Schneiden für den Aufwand der Spaß. Ja, viel von unserem jetzigen Weg durch Baden durch, kennt ihr schon. Da wäre also relativ wenig schwimmen. Aber ganz aus ist für uns noch nicht. Es sind noch fast 2 Kilometer bis zum Bahnhof. Ja, unglaublich, was die Eiben da für Früchte tragt. Das ist ja irre. Die Eibenhecke magst du offensichtlich sehr. Wir haben ein sonniges Bankerl ergattert in Baden am Platz vor dem Bahnhof. Und damit ist unsere Tour für heute zu Ende. Das war die dritte Etappe vom Beethoven-Rundwanderweg von Bad Vöslau über den Hohen Lindkuchen wieder zurück nach Baden. Ja, und damit heißen wir, ich bin Flau dabei. Und vielleicht sieht man es bei einer anderen Tour. Ausgenommen Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Ja, die Fußmaschine funktioniert immer. Was ist das? Graue da. Bitte. Was ist das? Kannst du nicht sagen? Ich bin kein Ahorn, bin ein Einhorn. Du hast schon gesagt, du bist der Wappler. Haus ist nicht, Regen tut es nicht, Leute sind keine. Alles ist gut. Jetzt, was willst du mehr? Mhm.